Velotaxi Sylt lud am Samstag, den 25. Oktober, zum Gratis-Shuttle ein. Sylt TV traf Inselcruiser-Chef Stefan Segers zum Interview. Es geht heute um den Abschluss der Velotaxi-Saison und dazu haben wir uns überlegt, dass wir einen Spendentag dafür einrichten, der sich für den Surfclub Sylt einsetzt. Denn zu dem Bau des Clubhauses werden natürlich einige Mittel, finanzielle Mittel benötigt. Und da wir eben hier auf der Insel seit April auch dieses Jahr wieder mit der Saison am Start sind, haben wir uns überlegt, dass wir natürlich auch hier etwas für die Insel... Entschuldigung, ja? Ich wollte noch fragen, ist das richtig für den Surfclub, ja, dass genau. Man hier spenden darf? Ja klar, hier. Ah, super. Das Ganze ist angelehnt an den Danketag, den Matthias Graf aus Frankfurt vor einiger Zeit initiiert hat. Das heißt also auch andere Velotaxi-Betriebe in Deutschland. Tschüss! Andere Velotaxi-Betriebe in Deutschland haben sich zusammengetan, um Ende Oktober zum Abschluss der bundesweiten Velotaxi-Saison für verschiedene Vereine oder Institutionen zu spenden. Zu diesem Danketag sage ich natürlich auch Danke. Und zwar an unsere vielen Fahrgäste, die wir dieses Jahr hatten und auch an die Fahrer und Fahrerinnen, die sich dieses Jahr hier uns angeschlossen haben, um Velotaxi Sylt entsprechend voranzubringen. Aber wir sind eine Weile weg.